Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play CSR Classics. Es geht weiter. Hier haben wir unseren Impala. Und ja, gucken wir mal. Das Crew Battle ist anspruchsvoll. Das haben wir ja gesagt, machen wir als nächstes. Dann fahren wir die täglichen Rennen. Das haben wir schon gelesen. Mit seinem Audi. Perfekter Start, hat schon mal gut geklappt. Perfekt geschaltet, jawohl. Alter, der zieht ran. Aber das schaffen wir. Schaltheld habe ich gerade bekommen. Amateur freigeschaltet, du machst dir wirklich einen Namen. Ich befördere dich jetzt auf den Amateur-Level. Von jetzt an kannst du in regulären Rennen gegen andere Amateure antreten. Saubere Arbeit. Ja. Sieht aus, als ob jetzt Freebird selbst der Schädel brummt. Zeit, dich vor eine echte Herausforderung zu stellen. Zeit zum Aufwerten. Später. Verbessern. So, restaurieren könnten wir. Machen wir auch. Jetzt schauen wir jetzt mal die Veränderungen an. Stufe 1. Stufe 2. Und Stufe 3 haben wir noch gar nicht. Aha, es gibt noch Standard. Alter! Standard sieht ja mega hässlich aus. Okay, jetzt haben wir wenigstens mal keinen Rost mehr, aber der Lack ist halt noch nicht so mega prickelnd. Ich glaube aber, ich kann mir nichts leisten. Ne. Gehen wir zurück. Nein, ich will kein Foto machen. Gucken wir mal, was haben wir denn freigeschaltet? Das haben wir. Ne, das haben wir freigeschaltet. Kostet aber 70 Tacken. 70 Sterne. Und den Streifen haben wir freigeschaltet. Der kostet halt 3000. Ist mir halt ein bisschen zu teuer für die minimale. Ding, die wir bekommen für den Bonus. Dann gucken wir jetzt mal. Oh, Lollipop Lucy fährt einen Ding auf alle Fälle, einen. Boah, wie heißt's? Einen Mini. Amateur haben wir freigeschaltet, ist aber schwierig. Und das ist anspruchsvoll. Wir fahren jetzt aber erstmal die Tagesrennen, die drei. Und hoffen natürlich, dass wir jetzt die Rennen gewinnen, nicht so wie letztens. Oh, den kenne ich, den BMW. Ach Scheiße, ich habe geschaltet, ich Idiot. Aber mit dem BMW bin ich immer gefahren und den kann man durchdrehen lassen, bis die 2 fast verschwindet und dann hast du einen perfekten Start eigentlich, aber ich habe leider geschaltet. Aber wir haben trotzdem gewonnen. So, was haben wir jetzt für ein Auto? Bin ich mal gespannt. Vielleicht bekommen wir jetzt ja einen Gran Torino, den kenne ich auch. Oh. Wenn man vom Teufel spricht. Den Gran Torino kenne ich, weil den Gran Torino bin ich in Klasse 2 immer gefahren und den werde ich mir auch wahrscheinlich wiederholen. Weil der einfach richtig genial ist, der Gran Torino.
wie ich es quasi predicted habe, dass ein Gran Torino ist. Aber die Rennen, die sind nicht hier gedingst. Die sind nicht, die sind nicht gescriptet. Das heißt, man bekommt immer random Autos. Das heißt, ich konnte vom Gran Torino nichts wissen. Ein Thunderbird in S1. Alter. Den kann man ja gar nicht hochdrehen. Alter, okay, jetzt kann man hochdrehen. Alle drei Tagesrennen gewonnen, ist doch nice. Das war's für heute mit dem Rennen des Tages. Mit den Rennen des Tages. Wenn du täglich wiederkommst, steigt das Preisgeld. Morgen beträgt die Gesamtsumme 4.500. Eine Steigerung von 50%. Lass sie dir nicht entgehen. Habe ich nicht vor. Wir verbessern die Reifen. Der Motor ist zu teuer. Wir kaufen uns aber noch einen Vergaser. Und das war's. So. Sie ist jetzt nur noch schwierig und das ist anspruchsvoll. Bekommen wir 1000 pro Sieg. Und das ist mittlerweile sogar einfach. Ups, Entschuldigung. Oh fuck. Ja, ist aber einfach. Sollten wir trotzdem schaffen. Alter, das ist einfach. Jetzt lass mich ihn nicht im Stich hier im Parler. Alter, das war viel zu knapp, das Rennen. Mit so einem knappen Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Das ist jetzt mittlerweile anspruchsvoll. Fahren wir gleich nochmal. Als nächstes holen wir uns noch eine Motorverbesserung auf alle Fälle. Perfekter Start. Perfekt geschaltet. Perfekt geschaltet, Nitro. Perfekt geschaltet. Ja, den ziehen wir ab. Den ziehen wir ab, den Typen. Anspruchsvoll. Ich bitte dich. Alter, wir sind fast Level 6. Gratuliere, du kannst dir jetzt eine neue Auspuffverbesserung leisten. Nein, danke. Ich will eine Motorverbesserung. Sie ist immer noch schwierig, aber mit der Motorverbesserung bestimmt nicht mehr. Und der Motor dürfte jetzt, glaube ich, noch nicht mal imported werden. Ach scheiße, durchdrehender Start. Der durchdrehende Start könnte uns jetzt schon das Genick brechen, ja. Das Rennen müssen wir nochmal fahren, dann hätten wir sonst gehabt. Wir haben leider nur noch dreimal Sprit. Ja, ich weiß, dass mein Motor ein bisschen Upgrade haben könnte, aber das muss ich mir halt selbst leisten. Du hast fast kein Benzin mehr, ne? Ich will bitte kein Benzin für 24 Stunden kaufen, weil ich kenne keinen Menschen, der das nutzt. Vor allen Dingen muss man ja auch noch voll häufig warten. Guter Start. Nur gut geschaltet. Den könnten wir aber trotzdem haben. Ja, den haben wir. Das war aber mehr als nur knapp. Jawohl. 5.400 haben wir mittlerweile. Nein, ich will keine Vergaser-Dingens, bitte. Dankeschön. Das ist immer noch anspruchsvoll. Und dann gleich ab zum nächsten, das gibt 1.500. Dann können wir uns vielleicht wirklich noch den Motor holen.
Ah, ein Mini. Oh, fuck. Der Mini zieht ab. Alter, komm, ich hab alles perfekt gemacht. Danke, Impala. Alter, der Mini zieht halt voll krass ab. Eine Motorverbesserung können wir uns auf alle Fälle holen. Gucken wir mal an, ob wir dann nochmal versuchen. Jawohl. Wir haben nur noch eine Minute zu warten, um noch ein Benzin dazu zu bekommen, damit eventuell die da nicht mehr schwierig, sondern anspruchsvoll ist. Fahren wir Amateur. Dann kann ich mir den Motor auf alle Fälle kaufen. Da kostet irgendwas bei 7.000 und dann haben wir 8.000. Das ist schon wieder ein Mini. Perfekter Start. Perfekt geschaltet, Nitro zünden. Gut geschaltet, scheiße, aber dann haben wir trotzdem. Irgendwie haben wir nur noch Minis als Gegner. So. Ach, sie kommt nicht an mit, du kannst dir Motor leisten. Ja, give me the motor, please. Arigato. Import haben wir da jetzt. Da haben wir noch kein Import. Da haben wir Import. Da haben wir noch kein Import. Da haben wir noch kein Import. Okay, wir haben bisher nur bei Motor und bei Auspuff Import. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Sie ist anspruchsvoll, der ist anspruchsvoll, der ist immer noch anspruchsvoll. Wir fahren natürlich gegen sie hier. Gibt nämlich auch 3000. Und dann sind wir hier schon mal weiter. Wir dürfen nur den letzten, den Boss, noch nicht besiegen. Ich will nämlich mein Auto komplett aufrüsten beim letzten und ja, ich will halt das da auch noch komplett gewinnen, bevor wir den letzten hier herausfordern. Lucy hat bewiesen, dass sie es drauf hat und ihr Auto völlig eigenhändig aufgemotzt. Alle Jungs stehen auf ein Mädel, das keine Angst vor Motoröl hat. Zum Rennen. Perfekter Start. Das wird schwer. Komm! Zieh! Jawohl. Wir haben sie besiegt. Auch grad und grad nur. Wow! Okay, von jetzt an führe ich dich als Profi-Level. Du hast das Zeug dazu. Alles klar. Dann können wir ja sofort Profi fahren, wenn wir genug Ding haben. Das wird Lucy nicht gefallen und weißt du was, mir gefällt es auch nicht. Agentenangebot. Hey Schätzchen, ich konnte dir 75% Rabatt auf den Dodge Challenger RD rausschlagen. Und kostet trotzdem noch immer 299 und ist für S4. Warum brauche ich S4 jetzt schon? Auslassen. Weiter. Gucken wir mal. Chat. Okay. Ist noch nicht der Boss. Und Profi haben wir hier. Bekommen wir 1500. 3800 haben wir. Dann mussten wir unser Auto noch ein bisschen auf. Vergaser wird nix. Auspuff könnte was werden. NOS könnte was werden. Das nicht. Reifen. Getriebe. Motor muss importiert werden für 19k. Ich hol mir mal Reifen. So.
würde sagen, wir sind durch für heute. Für eine Handy-App, finde ich, reicht das auch 15 Minuten gut. Wir können uns jetzt schon mal angucken, was wir in Stufe 2 fahren wollen. Also ich wäre ja für den Gran Torino. Müssen wir nur... Da ist er. Da kostet aber saumäßigst viel. Ja, ich will aber nicht nur geliebt, bitte. 86.000. Können uns ja mal alle angucken. 125.000 werden wir uns so schnell nicht leisten können. 120.000 ist halt auch schweineteuer. Camaro. Das sieht halt mega nice aus, kann man aber nur hier mit Sternen kaufen. Gran Torino, den werde ich mir wahrscheinlich holen für 86.000. 240Z, den hatte ich mal, aber mit dem bin ich gar nicht klargekommen, obwohl der super fast ist. Dart. Den hatte ich auch mal, mit dem bin ich gut klargekommen. Aston Martin. Ja, das sieht halt nice aus, ist aber schweineteuer. 2002 DII, das ist der BMW, von dem ich erzählt habe. Mit dem komme ich auch super gut klar. Aber mit dem Gran Torino war irgendwie besser. Weil der Gran Torino halt im Endeffekt im Endlevel mehr halt als der BMW. Ich spiele das Spiel nebenher noch auf dem Tablet. Und da werde ich dann immer andere Autos nehmen als hier in der Aufnahme, außer halt den Impala, den habe ich beim Tablet auch genommen. Aber vermutlich werde ich mir den Gran Torino hier holen und den BMW dann am Tablet. Europa ist ein Lotus. Gibt's leider nicht in der Dingfarbe, wie es bei in X-Driver gibt, was ein Anime ist. Ford Escort. Na gut, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play CSR Classics wieder ein. Ciao!